Oh mein Gott! Ich bin eine Spinne! Was ist los, ne? Was? Hinter dir, Raffi, Vorsicht! Ja, gar nichts. Ja, das ist ein Loch. Solange du mich nicht runterschubst. Ey, du hast dir das Ey! Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Ich habe die Aufnahme nochmal angeschaut. Eindeutig hast du mich da runtergeschubst. Genau. Sogar mit deinem Fuß einfach so in den Popo getreten. Ja, wie im Sparta-Style. Ja, ne? Ist echt so. Nicht Sparta-Style, sondern im Sparta-Style. Im Sparta-Style. So. Also willkommen zurück zu Herr der Ringe. In Minecraft. Herr der Augenringe. Da. Oh, ich seh nix. Ich leuchte. Alter, du leuchtest, du. Ja, Schabo, es hat sich was geändert zum letzten Mal. Ja, genau. Und wem verdanken wir das? Eindeutig mir. Ich hab's beim letzten Mal schon erwähnt. Ey, ich hab voll Schiss, wenn sich das so ein bisschen bewegt hier alles. Denke ich immer, sind Spinnen. Wir haben etwas hinzugefügt. Juhu. Unglaublich. Party. Party hier, Party da. Spinne hier, Spinne da. Vorsicht. Was ist das für eine Fette? Alter. Au. Da ist noch eine. Zu viele. Schau, ich sehe nix. Ich hänge der Spinne fest. Nein, du musst sterben. Oh mein Gott. Also, wir haben einen neuen Mod dazugefügt. Hinzugefügt. Was machst du? Macht man Spinnennetze sonst nicht mit Schwertern kaputt? Doch, eigentlich schon, aber es geht nicht. Das sind wohl Special-Spinnennetze. Ja, das sind krasse Spinnennetze. Und zwar der Ruins-Mod, glaube ich, oder? Genau, so ist es. Damit wir ein bisschen mehr zu sehen haben. Hier sind zwei dicke. Haarig. Hast du Woods Elf Friends? Oh, ich bin. Boah! Geil, die Elfen mögen mich wieder. Nice. Also zumindest die hier. Hier bleibe ich. Hier fühle ich mich wohl. Oh mein Gott. Schau, ich hau aus. Ja, da. Du hast mal wieder Leben regenerieren. Ich flieh mal hier hoch, okay, auf den Baum. Wie schaut's da unten aus? Ja, alles easy. Kennst du Arnold Schwarzenegger im Predator? Das bin ich. Achso, okay, ja, schau mal hier oben. Das sind Sicherheit, ja. Aber es sind Spinnen, Raffi, die kommen da raus. Nee. Die nicht. Ah, da ist ja noch eine. Alter, ich will hier raus, Schabo. Und ich brauche was zu futtern. Naja, jedenfalls dürfen jetzt hier überall, wenn wir in neue Gebiete gehen, eine Menge neue Sachen zu erkunden sein, was recht geil ist, finde ich. Genau, und es wird in den nächsten... Die Spinne ist einfach durch mich durch. Das heißt, wir werden vielleicht in Zukunft noch ein paar mehr draufhauen. Vielleicht entwickelt sich das ja so ein bisschen. Schabo hat dann noch ein paar gefunden, hat er gesagt. Die haben wir noch nicht zum Laufen bekommen, aber wir arbeiten dran. Der Wald ist hinter dir! Zwei kleine noch! War ich nicht. Ey, hier sind so viele. Raffi, nein. Mein Gott. Hier stehen drei Spinnen. Die genau auf mir drauf. Das war ich nicht. Ja, das war ich. Das heißt aber nicht, dass... der Server hat ein bisschen geleckt gerade. Aber ich meine, wenn du in mich reinläufst, kann ich dafür auch nichts. Wenn ich... Ich sehe dich nicht mal. Kann ich nicht beschützen. Au, jetzt haust du mich. Ich bin fast tot. Jetzt hör auf, mich zu töten. Wo ist mein Zeug? Rechts von dir. Umdrehen. Warte, komm her. Dann habe ich hier doch meine Fackel. Hier ist es. Bist du... Hast du mein Zeug gerade aufgenommen? Nein. Das hoffe ich für dich. Mein Inventar ist nicht mal... Ich sehe sie nicht. Die sind so... Ihr seid so scheiße. Alter, Schambo. Du Teamkiller. Ja. Eigentlich soll ich dich jetzt kicken. Bannen. Ja, mach doch. Tschüss, viel Spaß alleine. Ja. Dann wieder sagen, wenn du mich irgendwo runterschubst, ich warte nicht. Ich hab dich da nicht runtergeschubst. Nein, und ich hab dich. Jetzt habe ich dich gehauen, das heißt aber nicht, dass das Absicht war. Ja, da waren so viele Spinnen und wenn du dann zurückgeschleudert wirst. So hässlich bin ich jetzt auch nicht. Was? Ja, dass du mich mit einer Spinne verwechseln solltest. Naja, aber wenn die dich zurückboxen, ich meine, du bist genauso behaart. Gerade bei den Beinen, bei den Füßen. Okay, ja, das stimmt. Nimmst dir gar nichts. Ja, ich würde sagen, wir versuchen vielleicht einen kleineren Jump hinzulegen. Ich schlag nicht. Ich habe Angst, Raffi. Ja, das solltest du auch haben. Nach zwei Kills ist es hier Permaban. Zwei? Beim ersten bist du erstens nicht gestorben. Beim ersten Kill. Ja, ich sage ja, nach zwei. Also solltest du Angst haben. Ja, okay. Wollen wir uns in die Mirkwood Mountains? Mirko Mountains, ja. Mirko, ja. Soll ich mal einfach hingehen? Ja, ich mach das wieder wie immer, ne? Okay. So ein bisschen Cheaterei und so. Okay, hört sich gut an. Ja, Wettnetz ist hier irgendwie, keine Ahnung, so ein Spinnennetz, Nest oder sowas.
Wir haben uns voll reinteleportet. Oh, da geht auf einmal das Licht weg, wenn du. Ja. Wenn du weg bist. Der Server lädt auch noch ein bisschen. Schaut hier aber cool aus hier. Und oi, da sind schon wieder Ruinen. Hier ist eine Ruine. Oh. Lag. Ein Frame. Juhu. Drei. Ja, ich glaube, das ist der Mod, der generiert halt das Ganze immer neu. Das hat aber er halt, funktioniert, das ist schon mal ganz gut. Ja, jetzt hat er die Minecraft-Lotre zu generieren und. Da ist ja viel, aber hier oben ist noch was. Und hier sind auch noch Spinnen! Ach nee! Vorsicht, die Minecraft-Vorsicht! Vorsicht! Ja, ich bin hier sicher. Nein, bin ich nicht, ist eine kleine. und halt noch das von den Ruins, also. Das mein PC schafft. Oh, schau mal, hier sind Funazis. Oh, ist aber. Ah, das hat eine Spinne. Ich krieg schwer ganz laut. Plündern ist nichts drin. Toll, ich habe mir jetzt Schätze erhofft. Tja, Pech gehabt. Ich finde, wir sollten Spinnen. Ach, das war mal eine Schmiede. Guck mal, das soll eine Schmiede von den Dorfbewohnern sein. Glaube ich nicht. Was? Au, Spinnen. Das ist noch eine. Ich sehe nichts. Schau. Ja. Schlag mich. Ja, das geht in dein Licht auf, meinst du? Ach so, stimmt, das könnte echt eine Schmiede gewesen sein. Ja, das ist eine, guck mal, weil da sind die Öfen, dahinter ist ein Lavabecken und rechts ist auch das Eisen, diese Gitter dafür, also schon sehr offensichtlich. Wir müssen nach Osten. Die Richtung. Ja, ich folge dir. Schau mal, das sind jetzt die Mirkwood Mountains, hier sind weniger Bäume und mehr Berge. Oh, cool, hast dich extra kurz vor teleportiert. Hinter dir! Haarig! Und grün? Warum ist die grün? Weil die, das ist eine sogenannte Hulk-Spinne. Achso, okay. Oh, hier kann man nicht rauf. Ey! Soll ich dir mal zeigen, wie schnell ich da oben bin? Ich sehe gar nichts, ich muss mich hier prügeln. Okay, viel Spaß. Ich hab Holz, dann benutze ich das dafür. Hast du keinen Cobblestone? Nee, hab ich nicht. Warum nicht? Ja, weil hier nirgendwo, hast du irgendwo mal Cobblestone gesehen? Ah, ich hab Stone Bricks. Das ist ganz schön bergig hier irgendwie, ich weiß nicht. Könnte es daran liegen, dass es Mountains sind? Das ist eine Theorie. Das stimmt, das ist eine Theorie. Ich muss dann noch ein bisschen gucken, dass ich nicht sterbe. Ja, okay. Soll ich weitergehen ohne dir? Ohne mir? Ohne Nieren? Ohne Nieren? Weitergehen, ohne Nieren. Ja, okay. Das ist ein Plan. Ich versuche mich mit ein bisschen Alter, Abstand. Hey, schau mal hier. Schaut voll geil aus. Oh, voll das fette diese Tal und dann die Steinstange in der Mitte. Fakte Physics, ne? Ne, ist echt so. Aber die Bäume da sehen schon irgendwie cool aus, die da unten sind, ne? Hast du die mal angeguckt? Die haben so eine coole Laubform. Hier ist irgendwo eine Spinne. Ich habe nur Angst, dass ich hier runtergeschubst werde. Sie ist schon in deiner Hose. Analspinnen kommen immer, wenn du es am wenigsten. Ey! Was? 2,5 Herzen bis 3 Herzen Schaden. Ja, das warst eindeutig du selber. Ja, mich. Schau, vier Spinnen, schau. Ja, ich helf dir nicht, weil sonst hau ich dich hier wieder tot. Da, jetzt hab ich. Oh, hier, wie ich dich gerettet habe. Alter, ich hab noch 3 Herzen. Ja, Mann. Was ist hier ein Nest oder so? Aber schau mal, wir sind am höchsten Punkt. Oh. Schon geil. Und irgendwie schon geil. Brauche ich mir wieder was zu essen, so mit der Zeit, ne? Also noch habe ich was, aber. Du kannst ja Spinnenfüße braten. Ja, das habe ich mir auch überlegt, aber die droppen mir nichts. Das wäre eigentlich schon cool. Der Baum ist riesig, hast du dir mal angeguckt? Also ich gehe jetzt nicht so nah an die Kante, weil. Dann schlage ich dich runter, ja. Ja, man weiß, was dann passiert, ne? Warte, hast du ihn gesehen? Der hier direkt vor uns. Da, ja. Bisschen vor der Fackel. Ich sehe es. Der ist schon. Hast du eine Fackel runtergeworfen? Vielleicht. Oder waren da vielleicht schon Menschen? Dann, vielleicht Elben. Ach, schau mal, oh, da unten ist ein Haus. Oh, komm, da will ich hin. Da plündern wir. Ja, okay. Oh, guck mal, wie die Spinnen da schon geiern. Alter. An der Ecke da. Ich hasse euch. Ich will hier irgendwann mal auf wieder. Auf der anderen Seite auch. Alter, was so viele auch noch. Kommen die hier hoch? Gott. Hallo, Spinne? Übrigens wurden mir jetzt mal so ein bisschen Hintergrundinfos zu Herr der Ringe. Schavo! Du schlägst mich einfach. Ja, ich hab die Spinne geschlagen, du bist mir einfach reingerannt. Ja. Ja. Das ist die Ausrede dann, ne? Aber das zieht nicht mehr, mein Freundchen. Das war deine Ausrede, mein Freundchen. Fräulein. Ja, und jetzt klaust du mir die auch noch. Ist ja doppelt so schlimm. Jetzt geht die Sonne auf. Ist doch gut. Nein, wir wollten noch das plündern und dann schlafen. Ich hänge im Spinnennetz fest. Das ist ziemlich verdient, würde ich sagen.
Ich bin wieder in den Rentnerbrunnen gefallen. Oh, ich bin gleich da. Juhu! 2, 3, 1, meins. Wir sind hier nicht bei eBay. Herr des eBays. Ah, oh, das ist schon ein fettes Haus, richtige Villa. Ich glaube, es könnte hier, keine Ahnung, Herr Windows gehören. Ich würde sagen, das ist eine Einzimmerwohnung. Ist aber auch nur geschätzt. Okay, ich komme weiter. Aber. Ah, da ist ja schon eine Spinne. Da höre ich sie schon angekrabbeln kommen. Ah, ich bin gepoisoned! War hier irgendwas Schönes drin? Nee, nee, war da gar nichts drin. Boah, geil. Nein, unglaublich, gell? Für so arme Wanderer wie uns. Oder das sind so diese Fackelhäuser von Gondor, die Leuchtfeuer. Ja, die gibt's aber wirklich, gell? Die Leuchtfeuer von Gondor, meinst du? Mhm. Ja, aber Gondor gibt's doch gar nicht wirklich. Doch. Also, du wolltest aber irgendwas mit Hintergrundinfos sagen, gell? Ja, bis du mich dann wieder hart verprügelt hast. Ja. Und zwar wurde, oder nein, haben wir... Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich hab den Sprung nicht geschafft. Ja, ja, sag. Warte, ich muss jetzt erst was essen. Vorher kann ich nämlich nicht reden. Achso, du wolltest auf den Baum springen. Ja, hat irgendwie nicht geklappt. Dann zeig ich dir, wie das geht. So, ich bin oben drauf. Warte, da ist ein Turm, ne? Also, Hintergrundinfo ist jetzt Schnute hier. Wow. Und zwar waren wir beim letzten Mal bei den Gundabad stehen geblieben, falls du dich noch so ein bisschen erinnerst. Gundabad waren die... Ja, da habe ich ja gesagt, dass das irgendwie so Menschen sind wahrscheinlich oder so. Ja, ich, ja. Pff, das war tief. Und zwar sind das ja so die Elben gewesen, die von Mordor oder von Sauron gequält und verstümmelt wurden, bis sie dann Orks waren. Oder schon ziemlich gemein. Ja. Schau, da ist ein Spawner drin. Ja. Ich frage mich, ob hier die Monster spawnen können. Weil das ist jetzt ja aus Ruins, aber normale Monster spawnen hier. Gearscht. Das hättet ihr gern so gehabt, wa? Das ist ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, suboptimal, finde ich. Ja, aber ich meine, wir haben ja dafür... Ah, da ist ein Skelett. Nein. Aha. Ah, okay. Also geht's anscheinend schon. Ach, schau mal, hier ist Essen drin. Brot und Wheat und Eisen und Äpfel und alles mitnehmen. Knochen nehme ich auch mal mit. Ja, stimmt, für Hunde und so, ne? Du Hund, du. Du Hund, das ist, was, sag ich nicht. Hundesohn. Hat der nicht wirklich. Du Welpe, du. Ja, bist du schon wieder nach unten? Wo bist denn du? Weiter hoch. Was? Da ist ein Blaze irgendwo. Ja. Ich hör's, ganz leise. Ah! Die, hat er! So, es hat auch ein bisschen Vanilla-Minecraft-Action hier von den Bossen, ich glaub, her. Die kommen von weiter oben. Warte, warum nimmst du die Eisenspitzhacke nicht mit? Hab ich nicht gesehen. Entschuldigung, dass ich damit beschäftigt bin. Nein, au! Zu sterben, was? Warum sind hier Löcher drinnen? Das ist wie immer. So, erstmal die. Also, Lohn können trotzdem spawnen, ist interessant. Weh, du verbrennst mich jetzt. Oh, ich bin Monster Hunter und hab ein Brot und eine Schaufel. Musik gerade hier. Ich dreh mal den Sound ein bisschen nach unten. Das war gerade ein bisschen laut. Okay. Dann tun sie dies. Ja, hab ich schon gemacht. Juhu, ich hab einen Helm. Erst reinschauen, dann Spawner abbauen. So gehört sich's. Achso, du hast keinen Helm, warte. Ich hab ja sogar schon einen Helm. Hier, guck mal, für dich. Raffi, hol ihn dir. Da, das neueste Modell. Oh! Der Küchentopf 3000. Das passt sich voll meiner Hautfarbe an. Für dich ist das Tarnfarbenhelm. Ja, achso, übrigens nochmal, was Mods betrifft und so, ihr könnt uns auch gerne Mod-Vorschläge in die Beschreibung schreiben. Hey, schau mal, hier ist Iron Horse Armor. Das ist nett. Ja, hab ich gleich mal mitgenommen. Ja, ich hab's dir auch überlassen. Was aber nett. Und ich nehme mal die Schälchen mit, da kann ich mir ab und zu mal eine Pilzsuppe machen. Also wenn ihr irgendwelche Mod-Vorschläge habt oder sowas, ab in die Kommentare damit, aber bitte nicht irgendwie, keine Ahnung, hier Buildcraft oder so, sondern was für Erkunden. Genau, Adventure-mäßig und es muss natürlich auch für die 1.72 funktionieren. Richtig. Sonst bringt uns das ja alles nichts. Und möglichst auch mit MC Lotre kompatibel sein. Au. Genau. Am besten vorher den Entwickler fragen. Genau. Ich spring mal hier rüber. Wollen wir noch weiter hier durchgehen oder wollen wir wieder so ein bisschen weiter teleporten? Ist die Frage, ob jetzt hier noch irgendwas kommt, was man noch nicht kennt, weil an sich ist es ja das Gleiche. Ich meine, die Ruins spawnen ja überall. Ja. Ich muss sagen, die Bäume gefallen mir gut, die gucke ich mir nochmal schnell an. Mhm. Ja, mhm. Ansonsten würde ich mal sagen, wir gehen vielleicht nach Mirkwood rein. Ja. Das ist das ja, hellgrünere da noch, der Fleck. Dann sind wir bei Wilderland. Ja. Und dann bei Iron Hills, wo wir dann sowieso eine kleine Höhlentour machen wollen. Genau, und dann... Oh, ah, Hilfe.
Also ich teleporte mich mal hier irgendwo rein. Ja, und dann folge ich dir irgendwie. Hört sich gut an. Ja, da kann ich auch direkt wieder die Kiste nicht mehr öffnen. Ja, passiert. Hey, Guest of the Elven King. Ah, gibt's hier Elben? Na, ich hoffe, die sind mir jetzt nicht böse gesonnen. Ja, Oida, schau wo. Ja, ja, warte, warte, komm, da. Komm. Oh mein Gott! Wir haben was Neues gefunden! Alter, und hier sogar Euder! Boah, guck dir das mal an. Hallo? Ist das ein Wachturm oder ein Wohnhaus? So ein Asylantenheim könnte das sein für Elben. Hallo? Alter, warte, kann ich mit denen eigentlich traden? Die sind mir nicht. Ach, die Waldelfen mögen mich ja, weil wir die Spinnen getötet haben. Ja, eben. Boah, nice! Alter, aber wir haben endlich mal wieder was gefunden, was gescheit ist. Oh, da ist ein rot. Raffi, geh nochmal einen Schritt dahinter. Da sind große Bäume mit. Roten Blättern? Nee, dahinter. Mit so Plattformen drauf. Oh! Ja, okay, jetzt warte. Eins nach dem anderen. Genau. Das Haus hier rechts, oder? Hier, das. Das Banner ist auch schön da drüber. Guck mal, das ist doch. Ist das nicht. Nee, der Baum von Minas Tirith ist ja weiß, ne? Naja, das. Du kannst aber das ist ja gar nicht schön. Auf. Der zielt auf mich. Schau, du wolltest doch der Böse hier sein, oder? Ja, ich mache jetzt hier den Wachturm platt, weißt du? Die sind alle schwer bewaffnet. Komm mal hier nach unten. Komm, ja, schnell. Komm nach unten. Ich tu mal kurz meinen anderen Schädel rein. Wie der cool ist. Ah! Oida! Und hier geht's noch weiter nach unten. Was ist hier? Und ich schau jetzt mal hier. Ja, eins nach dem anderen, hast du gesagt. Ja. Was? Das sind eine Wood-Elfen-Crafting-Table. Oida, hier gibt's 18%igen Alkohol. Nice, die wissen, wie man feiert, die Jungs. 9%. Wollen wir uns was gönnen, so als Feier des Hier Tages? Hier ist auch sogar 4,5. Boah, 4,5 ist schon fett. Es ist nicht so viel. Pfeile! Pfeile nehme ich mit. Den Crafting Table nehme ich auch mal mit, oder? Ja. Guck mal, die haben sogar diese Bäume, die man gesehen hat, dafür gibt es sogar Saplings. Die reden hier zu viel, das ist ja. Ich muss jetzt mal ein paar Sachen wegpacken. Ich packe hier mal Elfenknochen rein, ich hoffe, die bemerken das nicht. Hobbits. Ey, ich hab so viel Zeug. Ich auch. Ich weiß aber auch jetzt im Moment nicht, was ich so weglegen soll. Mirk Oak Sapling, okay. Knochen würde ich jedenfalls mitnehmen. Achso, es sind 11 Bones, ja, okay. Ja, ich hab noch 12 normale Knochen. Aber ich hab keinen Mark, glaube ich. Ich hab sogar einen Crossbow-File, also so ein Bolt. Ja, hast du schon mal gesagt. Den nehme ich mal lieber mit. 9%. Ah, schau mal, hier sind Marks. 18%. Komm, Schabo. Warte, ist hier auch 18%? Nein, du brauchst einen auch mit 18. Ich will die Teller haben. Du brauchst einen mit 18. Oh, ich hab Lembas! Ohne Scheiß, juhu! Was? Hier auf dem einen Teller lag Lembas. Was sind Lembas? Kennst du nicht Lembas? Das ist das, was so satt macht, oder? Genau. Oida. Dann noch nicht essen. Nee, da muss ich, kann auch gar nicht. Muss ich jetzt mal bemängeln, was mich im Film gestört hat. Ja, als die das bekommen, sagen die, das macht einen gestandenen großen Mann für 2 Tage satt oder sowas. Mhm. So ein Krümel, ja. Und am Ende fressen die das brotweise, also scheibchenweise, in Mordor. Da stimmt doch was nicht, die kleinen Hobbits. Hey, was ist hier, Table Dance Party oder was? Ja, ich meine, die Hobbits, die haben eh einen guten Hunger. Also, das weiß man ja. So, hier ist 9%. Das hier ist 18, genau. Ich füll dir mal was auf, gell? Hier. Gönn dir. Es tut mir jetzt schon leid, weil es jetzt passiert. Oh nein, oder so. Hidi Vintage. Mit 18%. Alter, was ist das für ein Rotwein? Das ist ja der schlimmste Sangria, den ich je getrunken habe. Alter. 2 Minuten. Komm, jetzt gehen wir in den Keller. Ja, okay. Oh, direkt getroffen. Im Keller weiterfeiern. Warte, ich muss erstmal den Kellertür finden. Ich glaube, es ist ein Kerker. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Oh, ich glaube, hier sind wir nicht richtig. Alter. Hm. Hallo? Okay, ich glaube, hier gibt's nichts, oder? Warte. Nee, ich glaube nicht. Okay, geh wieder rauf. Oh mein Gott. Ich hab's getroffen. Ah, meine Augen tun weh. immer auf den Boden starren. Du kannst fast geradeaus laufen, weil sich das immer so nach links dreht. Jetzt hat's irgendwie was. Jetzt dreht sich's rechts rum. Ich muss dafür kompensieren mit meiner geilen Maus. Warte. Soll immer da entgegenlenken. Ja. Schon dreimal über den ganzen Schreibtisch. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlau, irgendwie hier Bäume zu beklettern, wenn wir besoffen sind. Nö, das sollten wir auch besser nicht tun. Egal, weiter geht's. Was ist das für Fackeln? Ich möchte die Fackel haben. Ist das nicht Redstone-Fackel? Wood Elven Torch. Das schaut aber cool aus.
Es sind wie die großen Ork-Torches, ne? Nur nicht so groß. Ja. Kommst du mal weiter nach oben? Ich bin schon über dir, Raffi. Was, echt? Ja. Du kannst gar nicht über mir sein. Na doch, immer. Hallo? Wo bist du? Sie da? Also, das bist du, okay. Weak hearts are easily corrupted. Gut, dass ich kein schwaches Herz habe. Und eine starke Leber. Must remain. Ist auch eine starke Leber. Ich habe auch eine starke Leber, ja. Ja, okay, gut. Weiter geht's. Ist das hier einfach nur so ein Außenposten oder was? Ich glaube, also es sah für mich wie ein Wachturm aus. Das war so. Was denn? Komm hier hoch. Aber das, ich hab's zuerst gefunden, gell? Ja, ist okay. Oh, geil. Eine geile komplette Rüstung. Eine mit? Aber ich hab schon. Ja, okay, doch. Und Pfeile in Bilderrahmen, oh mein Gott. Ein Bogen. Ein Bogen. Ich weiß nicht, woher weiß ich, wie viel die Rüstung die bringt? Warte mal, ich schau mal. Der Helm, also ein Silberhelm bringt mir eine Rüstung, das bringt mir eine halbe. Ja, es ist eine Lederrüstung. Klar ist die an. Camouflaged! Oh. Warte, hast du jetzt. Du hast irgendeinen Effekt auf dir. Durch die ganze Rüstung. Speed 2. Oida! Ich abflitz. Das hat nämlich der Bogenschütz auch gehabt. Ich nehme mal den Armor-Stand mit. Ich habe jetzt übrigens auch einen Bogen. Nice. Ein Mirkwood Bow. Ja, wir finden bestimmt irgendwo oben nochmal so eine Rüstung, die kriegst du dann. Ja. Also weiter geht's. Wollen wir uns vielleicht schlafen legen? Haben die Betten? Ich habe Wärmbetten. Gut, ich schlafe. Warte, ich will doch nicht hier schlafen. Nicht, dass ich dann draußen spawne. Das wäre vielleicht nicht so optimal. Ich weiß nicht. Ich glaube, man spawnt aber immer irgendwo auf einer Fläche und nicht irgendwie in der Luft, von daher. Ich habe nämlich mal versucht, dann eine Falle mitzubauen. Ich riskiere es lieber nicht. Warte, was ist denn das da? Guck mal, siehst du das im Boden? Was? Wo? Wo bist du? Ach, bist du gar nicht. Ich dachte... Und was? Das wärst du. Guck mal da. Da ist so ein Haus im Boden. Siehst du das? Ah ja. Wir haben ja eh noch genug zu erkunden. Auf geht's. Ah, ich bin froh, dass wir mal was Neues gefunden haben. Naja. Ey, düst nicht so davon. Ich renne nicht mal. Ich schon. Würde ich rennen, würdest du mir gar nicht hinterherkommen. Wenn ich renne, habe ich genau dein Tempo. Nice. So, wollen wir zu dem gleich hinschauen? Ja. Wo war das? Hier hinten. Ich übersehe immer alles. Warte, gibt's hier nicht irgendwie einen Händler oder so? Ja, die haben eine Münze in der Hand. Das sieht man immer. So, mal schauen, was hier ist. Hallo. Geh mal weg hier. Los, hau sie, Raffi. Die möchte nicht, dass du hier reinkommst. Oh, ist das ein Waffenladen? Hier sind Pfeile drin. Hier ist ein Bett, hier wohnt einer. Oh. Wow, gibt's vielleicht unter dem Teppich was? Tolles Haus ist es. Das ist ein ganz normaler Teppich. Ja genau, wir müssen jetzt ja gucken, ne? Bei den Hobbits haben wir das ja so ein bisschen verschlafen. Ist aber ein ganz normaler Teppich. Ich nehme jetzt erstmal das Haus auseinander. Warte, ich möchte auch unter die Treppe gucken. Weil das, also ich finde das... Oh, geh mir aus der Bahn, Fräulein. Ich nehme jetzt hier dein Haus auseinander. Karamell! Auch hier, kein Karamell. Ich will weiterschauen, schau, wir kommen wieder raus. Naja, was ist das? Also das war die Crafting. Ist das hier drüben wieder so ein Haus? Schau gerade. Wo bist du denn jetzt hin? Ja, ich bin direkt vorm Haus. Das stimmt überhaupt nicht. Doch, schau hier. Nein. Doch, schau hier. Ja. Ich brauche was zum Essen, warte, so. Lass mal darüber gehen. Ich einfach um darüber. Oh, okay. Ja, okay. Dann geh mal hier lang. Oh. Ich mag das nicht, wenn du so schnell bist. Flitzt du sowieso immer schon davon. Tüdelüdelü. Achtest aufs Nix und dann... Ich muss immer alles wegkehren. Oh, schau mal. Da hinten ist ein Luftballon. Siehst du das? So ein Heißluftballon. Im Moment sehe ich nur... Oh, nein. Erst mal hier hochschauen. Erst hier hochschauen. Nein, Chavo. Wo gehst du hin? Chavo. Hier ist noch ein Bogen für dich. Chavo. Hey, Bow of Mirkwood. Ist der gut? Den hab ich auch. Weiß ich nicht. Aber ich nehme einfach mal mit. Schaden steht dir bei Bögen nicht drauf. Hey, komm erstmal hier hoch. Ja. Oder? Nee, du haust mich. Du bist unter mir. Kannst jetzt unter den Rock schauen. Ich hab extra nicht gewaschen. ja. Cool. Super. Wie ist das Absicht, dass man da nicht hinkommt? Wollen die das nicht? Ja, ich habe. Das ist aber überall so. Ich glaube, es sind einfach nur Ausrüstposten, oder? Kannst du? Will ich es riskieren? Sieht man da was? Ist da was? Nee, ich glaube, es sind überall nur Außenposten. Wenn man auch mal aber so guck mal auf die Fackeln oben drauf, was mir gerade so auffällt. Mit den Blättern, das ist ziemlich cool gemacht, oder? Also es ist überall so, glaube ich. Schau mal, wenn du dich so umschaust.
So, die Frage. Es hat die Frage, ob er irgendwie ganz nach oben kommt, aber ich glaube nicht. Ja, dann ist das wahrscheinlich so. Dann lassen wir das halt so. Jo, dann lassen wir das so. Vielleicht, jetzt weiß ich nicht, jetzt. Jetzt wäre ich fast gestorben. Der schaut hier fast schön aus. Ich glaube, ich wechsle von Biom zu oben, zu Biom meinen Shader mal. Weil es ja auch für Biom anders die Beleuchtung so ein bisschen. Ja. Das ist okay. Hier ist noch ein Bow. Den kann man eigentlich kombinieren, gell? Ja, mach. Ich habe einen vollständigen. Von daher. Hast du hier was drunter, hä? Unterm Rock? So. Ich brauch mehr von diesen Beuteln. Hast du gehört? Ist dir schon mal aufgefallen, dass das Dach von einem Baum ist? Das Blätterdach, schau hier. Ja, das ist voll cool. Oben schon aufgefallen. So, ich will zum Heißluftballon. Wo war der? War der da? Hier, sicher? Oh. Ja, toll, da, was bringt uns das? Da ist er. Wie sollen wir da hinkommen? Einfach zum Bestaunen. Ich will aber wissen, ob da in dem Ballon oben irgendwas drin ist. Jetzt pass auf. Jetzt baust dich der extra hoch. Ja. Ich bin auf so einen Baum gestiegen, wo man da drauf gucken kann. Du standst sogar auf einer guten Plattform dafür. Ja, aber du musst mal unten reinschauen, ja. Also. Willst überall unten nach oben reinschauen? Lass mich doch, ich bin auch nur ein ganz normaler Koala. Nein, du hast irgendwelche ekelhaften Neurosen. Ist da irgendwas? Hallo? Naja, aber ich warte. Eine Menge bunte Wolle. Ah, hier ist noch ein Haus. Da hinten ist noch so ein Wachturm. Schau, willst du meinen Hecht bewerten? Oder meine Arschbombe, die ich gleich mache? Ja, los, komm. Okay. Das war eine Kerze. Du hast nicht mehr den Arsch rausgestreckt. Oh. Voll schlecht, verdammt. Voll schlecht. Brauchst du noch einen Beutel? Oder hast du schon einen großen? Ich hab einen Fettsack und einen linken Sack. Dann nehme ich noch einen Beutel mit. Also ich habe einen 27er und 18er. Dann ist der für mich. Ich habe bisher nur den 28er oder 27er. Okay. Aber jetzt habe ich auch einen 9er. Ist ja cool, oder? Ja, schau mal, hier hinten ist das ein größeres Haus? Nee, ist ein ganz normales. Aber schau mal, hier hinten ist noch so ein Turm. Dass wir vielleicht mal kurz nach oben schauen. Ja. Da wieder so eine Rüstung ist. Gehen wir überhaupt nach Osten? Wir gehen nach Westen und nach Norden. Vielleicht nicht so gut. Na gut, wir sind eh mittendrin, also von daher passt das schon. Außerdem ist es ja, also wenn du nicht wirklich die ganze Zeit straight läufst, verändert sich es ja kaum. Ja, schon klar, aber ich dachte, dass ich mich irgendwie am Rand teleportet habe wieder oder so. Aber ich habe vorausgedacht. Nee. Boah. Lag, teilweise. Ja, ne? Gut, dass du das auch hast. Sonst könnte man meinen. Ich muss ja die Welt generieren. Am schlechten. Ja, du hast aber den super. Was hat der denn für ein Schwert? Ich will das eigentlich schon haben. Alter, ist das super. Super geil. Was wäre, wenn jetzt ein Unfall passiert, Raffi? Schau mal, was das für eins ist. Ja, das finde ich gar nicht, wenn ich Sword eingebe. Oh, Mithril Sword. Oh, ich will. Verdammt. Voll unfair. Ey, ich habe einen Ork gehört. Hier ist Lembas für dich drin übrigens. Echt? Wo? Unten oder oben? Hier unten in der Kiste. Unten. Au. Ich kann ja direkt vom Teller runter essen. Ach, da ist auch noch was? Cool. Das Geräusch ist super. Warte, hörst du den Ork? Ja, ja. Das ist wahrscheinlich hier unten eingesperrt. Schau, da sind sie eingesperrt. Also, die willst du jetzt umbringen, du Monster. Ha, plus eins. Ach, schau mal, das sind aber die so verstümmelt wurden, gell? Sind das Gundabad? Ja. Aber ich habe wieder nichts bekommen, weißt du? Ich bin hier echt nur Zuschauer. Ich bin die Schweiz. Das ist voll schlimm. Ah, ja, stimmt. Wir wollten ja ganz nach oben schauen, gell? Ja. Für dich. Ich brauche eine Rüstung. Uno rüstu, por favore. Für Le Chavo. Spanische Elben, die das verstehen. Alter, wenn man hier einen angreifen würde, stell dir das mal vor. Ja, ohne den dritten Weltkrieg. Dann musst du dich am besten das Ganze oben machen, das Ganze schon mal zubauen und dann nach und nach durch eine Lücke irgendwas kaputt haben. Ja. Da! Sehr gut, ich habe ja noch deinen ganzen Scheiß. Ich schmeiß den jetzt hier runter. Hey, wie, du hast meinen ganzen Scheiß? Ja, deine Uruk-Chestplate habe ich noch. Jetzt hat hier aber das Geländer gekotzt. Irgendwer unten kriegt es gleich in die Fresse. So, Pfeile habe ich an sich genug. Das Holz kann mal weg. Ich nehme die Pfeile mal aus dem Rahmen hier raus. Kannst du nicht drüber werfen? Toll.
So, ich schau mal hier, ob es irgendwas Neues gibt. Ist hier überall oben ein Baum? Ja, das ist überall oben ein Baum, passt, okay. Achso, ist ja ein fetter Baum zwischendurch, sehe ich das gerade. Krass. Du hast doch vorher irgendwie so einen fetten Baum gesehen, wo oben so Plattformen drauf sind. Oder? Nee, das war das, was wir jetzt schon erkundet hatten. Achso, okay. Das meinte ich mit Plattform. Ah. Oh, camouflaged. Ja, gut, aber warte, bleiben wir erstmal hier oben, weil wir die Folge. Oh mein Gott. Bullshit. Weil wir die Folge hier beenden. Warum hast du deinen Eisenhelm weggeworfen? Weil ich den jetzt nicht brauche. Verstehe. Ja, ich meine, ich könnte immer alles mitnehmen, aber mir geht das voll auf den Sack, wenn mein Inventar so voll ist. Ach was. Da hier Lembas halt nämlich total viel, habe ich jetzt gerade gemerkt, ja. Warum kriegt der Film das nicht hin, wenn Minecraft das hinbekommt? Ja, du hast sogar jetzt Regeneration oder sowas, oder? Nee, passt schon. Nein. Das wird trotzdem angezeigt, okay. Ja, aber wir beenden die Folge hier, wir sind bei 30 Minuten. Boah, juhu. Aber extra lange für euch, ja. Weil wir auch was Neues gefunden haben. Genau. Echt. Also viel Spaß damit gehabt zu haben. Echt super geil. Vielleicht nächste Folge vielleicht ein bisschen mehr erkunden, aber dann geht's auch irgendwann mal zu den Zwergen weiter. Und ja, hoffe euch hat's gefallen, ne? Könnt ihr ein Like da lassen, wenn ja. Für New Stuff und Elben und so. Und Chavo messelt nächstes Mal alles hier nieder und rottet alles aus. Das ist ein Deal. Okay. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.